Hallihallo, meine sehr verwirrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme mit der Chaotentruppe, die schon am Start ist, aber ich habe sie momentan einfach mal gemutet, damit ich mein Intro machen kann. Ryuk has left the game. Ah, es ist so eine wunderschöne Nacht gerade. Wenn ich mir jetzt hier hinlege, join the game. Schlaf mal ruhig. So, ich grüße euch mit Zahnlücke natürlich wieder, weil mit der Prothese wäre es etwas schlecht zu sprechen. Ich glaube, ich gehe wieder aus dem Bett raus. Auch falls ihr seht, dass ich ein bisschen kaputt aussehe, ich hatte eine schwierige Nacht und einen schwierigen Arbeitstag. Aber keine Sorge, alles läuft wunderbar. Und falls ihr hier Fusseln und Dunkles im Gesicht seht, ja, ich lasse mal wieder die Bartstoppeln wachsen. So, Ruik has joined the game. Dann wollen wir doch mal schauen, warum ist denn hier die Tür offen? Was soll das? Ich mache mal kurz einen Block hier rein. So, zack. Und jetzt versperre ich auch mal das hier, dann können die Penner da nicht raus. Denn ich möchte heute hier oben natürlich wieder bauen. Ach, sieht das schön aus. Guckt mal. Das ist nämlich unser neuer Minecraft-Server bei Zap Hosting. Ich mache Werbung, obwohl ich nichts an Geld dafür kriege. Aber der Laden scheint ganz in Ordnung zu sein. Ich sehe ruhig da hinten rumhüpfen. Alles klar. Also gehen wir mal in Discord und lassen mal die anderen auch zu Wort kommen. Ich muss mal kurz hier Pause machen, damit ich hier rüber kann. Hallihallo, Momente mal. ja, ist ein Hallo? Bisschen kompliziert hier mit dem ganzen Kram. Moinsen, wer ist denn da alles? Also der Ruik ist da, dich habe ich drüben schon gesehen. Ja. Kevin? Ich komme jetzt auch drauf. Moin, Kevin! Moinsen! Ja, du wirst eine Überraschung erleben. Unser Server ist ja so geil. Also wenn du es eingestellt hast, dann kannst du 32 Chunks weit sehen. Das ist ultra geil. Ich habe es gerade eingestellt, Alter. Ultra geil, ne? Ja, und kein bisschen Gelegge hier, sehe ich. Also sehe ich das richtig? Richtig. Gut, ich hatte es schon auf 29 gestellt. Jetzt habe ich es schon einmal auf 32 hochgedreht. So. 32? Ja, weiß ich nicht. Ja, okay, ja, ich hab's auf 32 gestellt. Oh, ich wollte es eigentlich auf 20 runterstellen. Also wenn es nachher laggen sollte, dann gehen wir nochmal raus und weil ich weiß nicht, ob er das kann. Also, wir waren ja gestern nur zu zweit drauf und da hatte nämlich der Alfons auch noch nicht die Weite eingestellt. Ich weiß nicht, ob sich das dann ändert irgendwie. So, ja. Da draußen läuft eine Katze rum. Die ruckelt ganz komisch. Ich hoffe wirklich, wir kriegen hier keine Probleme. So. Habt ihr irgendwelche Ruckler, irgendwelche Haker oder sonst was? Oder? Nö, also wenn, dann liegt es am Laptop, aber ansonsten, ja. Nö, also dann ist ja alles gut. Dann hoffen wir mal, wenn der West, die Boas, die dann auch bald kommt, ich sag nur Radira. Ja, der Horst, die will sich ja heute wieder abschießen, hat er gesagt. Ja, mit zwei Bier. Mal gucken, ob er es schafft. Mit Gäste und Heineken. Nee, aber zwei Bier, das reicht auch beim Horsti vollkommen. Entschuldigung, Horsti, aber ist so. So, ich will heute hier ein bisschen am Haus weiterbauen, weil ich muss hier oben dicht machen, damit die Doofbewohner hier nicht so rauskommen. Und wenn dann nachher jemand will, können wir nachher natürlich auch ein bisschen spazieren gehen. Heute bin ich dazu bereit. Ich bin hier auch gleich schon mal mit einem Weinchen am Start, weil Kaffee hatte ich heute schon genug. Ah. Ja. Ich denke, das Weinchen könnte mich vielleicht ein bisschen lustig machen, irgendwie ein bisschen fröhlicher als. So, dann gucken wir mal. Oh, hier oben ist alles so dunkel. Ich hasse es. So. Ja. Also die Reaktion von Hosti gestern bei dem Video fand ich echt geil. Er hat tatsächlich gedacht, wir hätten das alles kaputt gemacht. wie kann man denn sowas bitte schön denken, ne? Also gerade wo wir doch hier sowieso schon die Regel haben, dass also schädliche Aktionen bitte schön unterbleiben. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt. Ja. Der Horst, die traut uns nicht. Der traut uns nicht. Dann ist er immer fett wie ein Radierer. So. Pass auf, gleich kommt er auf den Server. Was redet ihr da über mich? So, ich muss jetzt aufpassen, hier ist es dunkel. Wollen wir das heute mal versuchen, dass wir nicht schlafen?
ist mir ziemlich egal. Ich wurde nur gerade von der Spinne attackiert, aber ich denke mal, das ist jetzt kein Problem. Wir müssen halt nur wegen Creepern aufpassen, aber ansonsten. Ja. Meine Doofbewohner sind sicher. Ah, ja, da kommt ein Zombie. Da kommt ein Zombomatenmann, der mich nicht leiden kann. Katze, geh aus dem Weg, den werde ich töten. Der ruckelt ganz schön. Doch, da ist einiges an Leggedy-Leg-Leg am Start. Ich also glaub, bei mir müssen, war das bei der Spinne auch so. Ich glaube, wir müssen die Sichtweite doch runterstellen. Ich sehe einen Creeper, der gerade ankommt. Ich will keine Hausbeschädigungen. Der Creeper-Mann ist am Start. Ja, jetzt habe ich ihn ins Nirvana befördert irgendwo. Ja, nee, dann würde ich sagen, vielleicht sollten wir den Server nochmal runterfahren und die Sichtweite runterstellen, weil das laggt doch tierisch hier mit den... Die Viecher hier bewegen sich wirklich zockelig. Na, aber wenn man jetzt nur bei sich selber die zum Beispiel jetzt auf 16 oder 8 Chunks stellt, da ist es doch eigentlich auch nie irgendwie anders, oder? Ich denke, ich muss den Server runterfahren und die Sichtweite dort runterstellen. Ja, musst du dort machen, weil ich habe jetzt hier gerade einen Block abgebaut. Da hat sich gleich drin gesetzt und zusammen. Okay, nee, aber also wenn Horsti dann noch kommt, wisst ihr was, schalte ich den mal ab und dann machen wir das klar, okay? Gut, dann gehen wir kurz raus. Okay, ich gehe auch raus. Disconnect. Gut, bin draußen. So, bin auch raus. Okay. Dann mache ich jetzt folgendes, dann gehe ich jetzt einmal rüber aufs Admin Panel. Ich hoffe, ich kann das hier so einfach umstellen. Configs Einstellungen hier, da haben wir es. Moment. Ah, fuck. Erstmal runterfahren. So, wo haben wir denn die Sichtweite? Wo haben wir es denn? Welteinstellungen? View Distance. Auf was wollen wir machen? Also ich habe hier auf 32. Machen wir auf 16 erstmal. Ja, machen wir auf 16, dann können wir immer noch hochstellen. Ja, stimmt. Genau. So, dann einmal speichern bitte. Mhm. Das könnte dauern. Was hatten wir eigentlich vor uns von der Chunks weiter? 12. Also Standard ist 12. Standard ist 12. Wir gehen jetzt auf 16 und dann schauen wir mal, inwieweit das geht. Jetzt habe ich die Aufnahme laufen lassen. Alles klar, da muss ich schneiden. Alles klar, kein Problem. Ich habe mal Fixpose gehabt. Ja, ich vergesse das immer. Aber das macht auch nichts. Solange die Aufnahmesitzungen, also die Aufnahmedateien nicht größer werden als anderthalb Stunden, ich habe festgestellt, das wird dann ein bisschen unangenehm. Ja, ich habe meine letzten Aufnahme auch gemerkt. Hast du ja auch in die Kommentare geschrieben. Ja, du arbeitest auch mit Vegas, ne? Für den Videoschnitt, ne? Nee, Magic Video Deluxe 2021. Das ist eigentlich das gleiche irgendwie halbwegs. Ja, wie es ja. Ähnlich, ja. Weil Magic ist ja auch, also Vegas gehört ja jetzt auch zu Magic, ist ja nicht mehr Sony. Nee, ist ja jetzt, ne? Aber ich habe noch eine alte Sony Vegas Version, die ist uralt. Also insofern. Okay, Server dürfte gestartet sein. Jo, ist wieder da. Jawohl. Gehen wir drauf und dann probieren wir mal. Gehen wir drauf und hoffentlich gehen wir nicht gleich drauf, weil da war eben gerade bei mir komplett echt der Kampf am Abgehen. Hui! So. Oh, da draußen ist Zombie! Scheiße. Hier sind übliche Viecher bei mir! Ja, hier ist Zombie-Apokalypse, der Urkelfritze da draußen, der schlägt einen Zombie nach dem anderen tot. Sieht das aus, geil! Alter, hier ist ja voll der... Gut, dass ich bei mir ein bisschen ausgeleuchtet habe. Ja, da ist der Creeper-Mann, den ich nicht leiden kann. Hui! Ja, kann den denn schon leiden, den Creeper-Mann? Horsti vielleicht? Vielleicht. Weil Horsti findet alle Tiere irgendwie in Dings in Satisfactory total niedlich. Na, obwohl die total nervig sind. Warum habe ich jetzt New Recipes unlocked? Dass ich Raketen machen kann. Jetzt erst. Hä? Hat das vielleicht was damit zu tun, dass das jetzt hier ein anderer Server ist oder was auch immer? Dass wir jetzt alle Achievements neu kriegen? Kann das sein? Okay, also hier läuft es jetzt eigentlich, glaube ich, recht flüssig. Ja. Also auch die Monster, auch der Kampf eben ist eigentlich recht cool abgelaufen. Uiuiui. Skelett mit Spinne. Huch. Schlecht. Nö, also versuchen wir auch mal heute möglichst nicht zu schlafen.
Das wird der Horsti nicht so toll finden. Der auch schon im Chat ist. Horsti! Horsti, Bosti! Wo bist du? Buh! Naja, und du kannst uns gar nicht erschrecken. Wir haben hier schon gekämpft und alles Mögliche. Wahnsinn. Komm in die Gänge. Vögelchen. Ey, wir sprengen wieder dein Haus in die Luft, wenn du nicht langsam ein bisschen in die Gänge kommst. Was? Ja. Ich hab noch neun TNT in der einen Truhe. Gestern haben wir das ja alles in Creative gebaut. Das war, wie viel TNT haben wir da wohl reingesteckt in die Geschichte, ne? Keine Ahnung, Alter. Das muss viel gewesen sein. Das Problem ist bei TNT, das kann man nicht rückwärts sprechen. Doch, heißt es TNT. Genau. Ja, das ist ja. So, jetzt kann ich am Haus nicht weiterbauen, weil. Der Horst würde sagen Ban oder so. So, jetzt weiß ich aber auch nicht mehr, wie hatte ich mir das hier gedacht mit dem Dach? Fuck. Moment. Okay, da müsste ich das eigentlich hier vorne einen vorziehen. Ach ja. Aber jetzt wird es langsam Tag. Ja. Mach ein bisschen was. Ja. Endlich. Creeper. Mhm. Ja, dann. Mach ich dann. So. Was? Das ist so geil. Tobi ist wieder da. Tobias, ich höre ihn. Der unvergleichliche Tobias Alt-F4. Das war so geil. Das war krass. So. Das war meine Frau. Deine Frau hört sich an wie Tobias. Entschuldigung. Ist so. Deine Frau hört sich an wie dein Sohn. Warte, das habe ich hier. Ja. Ja, wenn ich dann runterkomme nach Ösiland, kriege ich erstmal Fett als in die Fresse so irgendwie. So, geil. Ja, seid mir mal alle willkommen, Leute. Auf dem neuen Super Server. Die Sichtweite ist trotzdem ganz geil irgendwie, obwohl wir jetzt auf 16 runtergestellt haben, ne? Also es reicht. Da gibt's irgendwo irgendwas, gibt's eine neue API? Ja. Kann mal jemand Horsti die IP in den Warte mal. Gestern war das. Hier da, ich hab sie dir gepostet. Ah, danke. Okay. Ja. Da. Das wollte ich sagen. Da. Ich glaube, ich baue erstmal unten an meinen Tunnels, um reinzukommen. Das ist Alter, Junge. Ich habe übrigens letzte Nacht. War es jetzt alt oder jung? Ich habe übrigens letzte Nacht. Das ist eine gute Frage. Ich habe übrigens letzte Nacht in dem Kampf doch tatsächlich 10 Zombie-Pellen erbeutet. Einfach so. Wow. Hat allerdings, das meiste hat mein Eisengolem gemacht. Der hat hier wirklich. Warte, den muss ich reparieren. Der Vogel ist da unten irgendwo am Rumopeln und stirbt. Moment. Haha. Haha. Wo ist denn das Viech? Wo ist denn der jetzt? Er ist schon tot. Der ist Tonschot. Geht das schon wieder los, Horsti? hör auf mit diesem Anfänge von Dingen verwursten. Ich habe das letzte Mal, als ich das Video bearbeitet habe, also als ich das Videomaterial bearbeitet habe, habe ich jedes Mal gedacht, Horsti, das nervt, Alter! Na? So. Wie neu. Spülen. Was? Hat das schon wieder österreichisch eingestellt? Ach, Sprachpakete müssten wir eigentlich machen, ne? Ja, Sprachpakete. Piratensprache. Nein. Nein, das will doch immer. Da würdest du dem Tobias mit einen Gefallen tun und das finde ich nicht gut. Tu dem Schwitzer. Tobias bitte keinen Gefallen. Nein, Schwitzer. nimm mal Borisch, das hast du noch nicht gehabt, glaube ich. Stürig. Ich mache das im Spiel, du das dann ändern. Jetzt mache ich mal Schwitzerisch. Warte, ich hätte da allerdings noch eine andere Sprache. Oh, ich muss jetzt mal ein Sprachpaket einstellen, damit das hier lustig wird. Warte mal. Language. Moment. Da war doch noch was. Pirate Speak. Entschuldigung, liebe Freunde, dass ich jetzt hier. Andalusisch. Geil. Ich nehme mal Japanisch. Da verstehe ich kein Wort. Fränkisch. Geil. Aus Franken. Okay. Fränkisch.
So, heute wird's lustig. Skin-Anbassung. Musik und Geräusch. Ich bin noch nicht angekommen bis jetzt. Steuerung. Sprache. Sprach. Bruch. Ressourcenbagede. Schwierigkeit. Normal. Fertig. Also für okay und so weiter, für fertig und so weiter, also zur Bestätigung. Fertig. Ja, wie so ein Burger. Ich finde deinen Server nicht. Wie kann man denn? Ich aktualisiere mal. Ich habe das jetzt eingegeben, aber da steht, hast du den Namen eingegeben? Was für ein Name? Servernamen. Nein, musst du nicht. Einfach plus die IP reinziehen. Einfach nur die IP und den Dings und die Portnummer. Die Portnummer ist aber längst auch Standard irgendwie. Was die jetzt sagt, nicht, dass du das nicht packst. Warte mal kurz, ich bin noch nicht wirklich vorhanden. Warte mal kurz. Verbindung trenne. Also, Fränkisch ist auch gar nicht schlecht. Zurück zum Spiel. So. Sag mal, wer hat denn hier Erdblöcke auf den Baum gesetzt? Ach so, das war ein Endermann wahrscheinlich, ja. Ah, ich verstehe. Weil da steht dann nämlich nur Minecraft-Server. Also da kein Name oder irgend sowas. Ich hab so viele Minecraft-Server, nämlich. Ja, selber schuld. Komm da gar nicht. Nee, du musst dich mal damit verbinden vielleicht. Einfach mal auf Verbinden klicken und dann. Also ich hab da jetzt keinen besonders tollen Namen vergeben, sondern. Nee, der heißt eigentlich Alkohol, glaube ich. Alkohol, ne? Ja, Leute. Meine Leute. Ja. Alles klar. Siehst du? So, dann hoffen wir mal, dass der Wurst die das heute auch. Servername? Wie? Ist doch scheißegal, nenn einfach so, wie du willst. Ist scheißegal. Nenn ihn einfach so, wie du willst. So. Warum habe ich jetzt hier nur einen Setzling gekriegt aus dem ganzen Kram? Okay. Wasti, du verwirrst mich. Honko, das wird dir leid tun. Honko-bonko. Was? Was macht der schon wieder für Sachen? Hast du schon wieder Bier getrunken, Wasti? Bulli hat Spiel betreten, sagt das hier. Und dafür wird gleich erstmal ein Klotz wieder aufgebaut, den ich abgebaut habe. Geil. Wasti, du bist schuld. Ich glaube, ich muss mir heute was Besonderes allem für dich ausdenken, um dich zu bestrafen. Ja, das kann durchaus sein. Das hier sieht hässlich aus. Wer hat das hier gemacht? Wen darf ich dafür bestrafen? Was meinst du? Ja, hier sieht etwas hässlich aus. Aber ich glaube, das war ganz einfach Minecraft, das hässlich gemacht hat. Aber ich repariere das. Ja. Man kann ja auch Sachen mit Sprengstoff reparieren. Ich war ja mal früher im Motorradclub und da war das so, da gab es die Bezeichnung für Japanese Motorcycle Repair Kit, also ein Reparaturkit für japanische Motorräder, war eine Handgranate. Ja, wir haben japanische Motorräder gehasst, Plastikschüsseln, wie Werner. Ja. Bei Werner gibt es ja auch dieses Klischee von dem Motorradfahrer, der ein japanisches Motorrad fährt, so wie ein Pferd, und der hat so einen Golfball als Helm auf. Pferd, ja, ach ja, stimmt ja, dein Pferd ist ja tot. Wer hat hier schon wieder Hühner gemacht? Das kann nur einer sein. Ich glaube, ich muss mir heute eine bestimmte Strafe für jemanden ausdenken, der bisher noch nicht bestraft worden ist. Ja. Ein Vögelchen. So, sag mal, warum laufe ich denn hier eigentlich hungrig durch die Gegend? So, ich werde es dann auch einmal begrüßen heute. Jupp. Mach das. Ich setze mal mein Händel am Kopf. Du hast wieder dieses Huhn auf dem Schädel, das ist doch so peinlich, Alter. Was meinst du dazu, Alfons? Ja, das ist doch peinlich, ne? Auch so. Ja, okay. Irgendwie schon. Interessiert mich nicht, das ist lustig und fertig. Wer das was sehr lustig findet, ne? Albern, aber egal. Ja. Okay. Ich bin ein Dr. Alban-Hörer gewesen früher. Also ich auch, leider. Ich kann es gar nicht glauben. Sag mal, warum habe ich eigentlich keinen Dreck dabei?
So, Basti. Ja. Hast du deine Leute begrüßt? Ach, er macht nein, das jetzt. Ich mach das, warte mal kurz, ich muss mein Hündchen irgendwie auf den Kopf kriegen. So. Dein Hündchen? Das fehlt auch noch, dass sie dir ein Hündchen auf den Kopf setzt. Nein, Hündchen. Ach, weißt du was? Ich kann ja hier mal ein bisschen Dreck abgraben. Bis mir die Sag mal, warum habe ich keinen Crafting-Tisch dabei? Das fängt ja gleich hier gut an alles. Echt, ey, ich kriege hier das Kotzen. Was soll denn das?